Herr Butzen, die Polizei Trier hat die Drohne seit Januar im Einsatz. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Ja, wir haben bis dato insgesamt 10 Tatorte dokumentiert, das heißt schwere Verkehrsunfälle, Kapitaldelikte und größere Brandorte. Unsere Erfahrungen sind durchweg positiv. Wir haben viele Erfahrungen gemacht, was wir dort sehen, was wir dort an Erkenntnissen gewinnen, weit mehr als mit der tradierten Tatortaufnahme. Können mit der Drohne tatsächlich auch künftig mehr Verbrechen aufgeklärt werden? Ja, ich glaube, dass wir forensisch ein Stück weit nochmal nach vorne kommen, dass wir an dieser Ecke die Gerichte dann vor Ort weit eher in die Lage versetzen, einen Tatort auch entsprechend zu bewerten zu können, auch im Gerichtssaal schon. Und damit haben wir natürlich auch einen wesentlichen Mehrwert für die Verbrechensbekämpfung, ganz sicher. Sie haben eben im Gespräch gesagt, der Fall Tanja Gräf war auch ein Hintergrund dafür, dass man die Drohne künftig vielleicht auch stärker im Einsatz hat, um Vermisste zu finden. Ja, die Suchmaßnahmen beispielsweise war ja eines der Themen, aber auch im späteren die Dokumentation des der Auffindeörtlichkeit, am Roten Felsen. Und das waren Probleme, die wir analysiert haben, und damit könnten wir mittels der Drohne wesentlich besser und zukunftsorientierter unsere Maßnahmen durchführen. Inwieweit spielt Datenschutz eine Rolle, wenn man sich zum Beispiel hier draußen sonst? Datenschutz spielt immer eine Rolle. Auf gar keinen Fall müssen wir die Rechte der Bürger müssen wir auf jeden Fall gewährleisten. Wir sind hier bei unserem Bereich im Schwerpunkt repressiv unterwegs. Das heißt, wir haben natürlich unsere Rechtsgrundlagen, aber wir versuchen natürlich auch die nicht betroffenen Bürger möglichst zu schützen, indem wir beispielsweise bei Tatortdokumentationen Außenbereiche einschwärzen und solche Rekonstruierungen oder Rekonstruktionen ein Stück weit datenschutzgemäß zu machen. Vielen Dank.